Herzlich willkommen aus dem Wembley Stadium zum Halbfinale unserer EM mit Deutschland gegen Belgien. Wir treffen also auf unseren Nachbarn und Belgien ist nun wirklich ein unfassbar harter Gegner. Im anderen Halbfinale stehen sich Österreich und Portugal gegenüber. Beide wären deutlich leichter als die Red Devils, gegen die wir heute ran müssen. Aber okay, im Wembley Stadium. Größere Fußballbühne gibt es eigentlich auf der Welt nicht. Hier ist der Fußball geboren, hier lebt er. Ja, und damit hören wir uns die belgische Nationalhymne an, sehen viele bekannte Gesichter. Alderweireld sehen wir hier. Eden Hazard in der Startformation bei den Belgiern. Dries Mertens, wir sehen Carrasco, wir sehen einen Thorgan Hazard, einen Van Aken. Wir sehen KDB, Boyata von der Hertha. Dann haben wir hier... Genau, ihr wisst, wer das ist, Courtois und natürlich Romelu Lukaku. Ja, das ist eine unfassbar gute Mannschaft, die wir erstmal schlagen müssen. Das wird nicht leicht, aber vielleicht können wir es ja schaffen. Hier kommt die deutsche Nationalhymne und die deutsche Mannschaft. Timo Werner am Start, Serge Gnabry, der überragende Mann gegen die Polen mit zwei Vorlagen. Genauso wichtig wie Joker Leroy Sané, der heute erneut nur auf der Bank sitzt. Thomas Müller fehlt weiterhin, auch in diesem Spiel, vielleicht für ein Finale am Start. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr schon einige überraschende Gesichter in der Startformation bei der deutschen DFB-Elf. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen und gucken dann uns die Startformation an. Manuel Neuer als Capitano. Er ist natürlich im Tor, das ist gar keine Frage. Denaya ist das, der Typ übrigens, den ich gerade nicht wusste. Jetzt wisst ihr es zumindest wieder. Ja, wie gesagt, Neuer im Kasten und davor sehen wir heute von Jogi Löw zwei Viererketten und einen Doppelsturm. Klostermann, Hummels, Rüdiger, Halstenberg. Dann haben wir Kimmich rechts, Goretzka groß im Zentrum, links Gosens und vorne Werner Gnabry. Das vermutet man zumindest, so könnte es aussehen. Bei Belgien sehen wir ein 3-4-3. Sehr, sehr offensiv das Ganze ausgerichtet und deshalb könnte das ja heute wirklich sehr, sehr schwer für Deutschland werden, diese Belgier zu knacken. Dennoch kann man das auf jeden Fall schaffen und damit gehen wir rein ins Halbfinale. Kimmich mit dem Ballvortrag gleich für Serge Gnabry, deren Zusammenspiel führte zu einem Tor gegen Polen und Serge Gnabry hier mit der ersten Aktion gleich mal einen Torschuss rausgeholt und da musste Courtois zumindest noch nicht eingreifen, aber mal... War die erste Schrecksekunde für die Belgier. Und wir sehen tatsächlich, formiert sich Deutschland hier in einem 4-4-2-System. Ganz, ganz klassisch. Zwei, ja, doch eher defensive Viererketten, wenn man auf die Außenspieler guckt. Mit Kimmich und Gosens, die hier natürlich ja, vor allem auch defensiv einiges bereinigen sollen. Hier ist Joshua Kimmich am Ball. Serge Gnabry wieder geschickt. Der spielt hier bis jetzt mehr ein Flügelspieler als ein zweiten Stürmer. Serge Gnabry, wieder Joshua Kimmich, der kann jetzt Klostermann nochmal mitnehmen. Nochmal Joshua Kimmich, der sucht die Anspielstation in der Mitte, findet dann auch Leon Goretzka und die frühe Führung für die DFB-Elf durch Leon Goretzka hier im Wembley Stadium. Wahnsinn! Erstes Turniertor für Goretzka, der ja nicht immer gesetzt war, in diesem Turnier ja auch verletzt reingestartet ist, zuletzt aber zweimal in der Startformation. Und dann macht er hier das Tor. Früh in der Partie für Deutschland. Und das ist in diesem 4-4-2-System auf jeden Fall ein Vorteil, weil man jetzt defensiv halt echt kompakt stehen kann gegen die so offensiv ausgerichtete belgische Mannschaft. Kimmich erneut stark und dann ist es Leon Goretzka, der das Tor erzielt. Wieder eine bayerische Kombination und das ist schon echt gut gewesen. Ja? Da muss man aber auch die belgische Hintermannschaft mal hinterfragen. Goretzka macht es dann klasse, Courtois hat keine Chance und Deutschland führt mit 1-0. Kimmich sieht hier ganz früh in der Partie die gelbe Karte, für mich eine harte Entscheidung gewesen und der Freistoß, ja, der sah zumindest mal gefährlich aus, am Ende ist dann keiner rangekommen, zum Glück für die deutsche Mannschaft, Neuer mit dem Abstoß und dann wird es natürlich wieder ruhig hinten aufgebaut, die rechte Seite wird aktuell ein bisschen forciert, aber Joshua Kimmich wird jetzt dann auch enger gedeckt. Hintermann bei Hummels, der hat da aber keine Probleme mit Rüdiger und dann geht es auch mal über Halstenberg und Robin Gosens, der ja absoluter Stammspieler bei dieser EM ist. Robin Gosens immer noch am Ball, kann sich da ein Serge Gnabry in der Mitte lösen, kommt zum Kopfball, aber ein Verteidiger ist noch davor. Zweiter Ball bei Halstenberg,
Das ist Kimmich. Kimmich für Gnabry. Gnabry und Timo Werner und Courtois und Klostermann nochmal. Schade. Richtig starke Aktion von der deutschen Mannschaft. Der Abschluss hier jetzt gleich von Timo Werner war ganz gefährlich. Courtois, super Parade und Klostermann dann über den Kasten. Eden Hazard das erste Mal jetzt hier über seine linke Seite. Dicht gedeckt von Klostermann die Flanke. Und sein ehemaliger Teamkollege vom FC Chelsea, Rüdiger, klärt das Ganze. Und jetzt die Kontergelegenheit. Timo Werner noch nicht viel zu sehen. Eben ja diese Abschlusschance gehabt. Und da ist Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kriegt ihn wieder in die Mitte für Timo Werner. Timo Werner! Und Courtois hält erneut für Belgien. Aber das ist schon stark, dass die deutsche Mannschaft hier so, ja, viel Überwasser hat hier in den ersten Minuten. Jetzt Gnabry jetzt mal auf der linken Seite. Kimmich besetzt den Strafraum, kommt zum Abschluss. Zum Kopfball, Courtois taucht ab, hält das Ding wieder. Aber Joshua Kimmich bis hierhin, der zentrale Spieler im deutschen Spiel. Eden Hazard, Kontergelegenheit für die Belgier. Macht Hazard natürlich gut. Carrasco ist das Fanaken, der Mann vom FC Brügge. Und wieder Eden Hazard, den darfst du halt nicht schießen lassen. Das ist Carrasco, das ist Romelu Lukaku. Wieder Carrasco und der erste Abschluss der Belgier. Neuer im Nachfassen dann ohne Probleme. Gosens für Timo Werner. Immer wieder wird das Spiel über die Flügel aufgebaut bei der deutschen Mannschaft, weil man da eben, ja zumindest wenn man angreift, eine Überzahlsituation hat. Halstenberg, das ist Werner. Zurückgelegt für Toni Kroos. Der hat viel Platz, der probiert es. Sein Teamkollege von Real Madrid hält wieder klasse. Also Courtois, der ist bis jetzt hier der beste Belgier. 60% Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Damit hätte man vor dem Spiel wohl nicht gerechnet. Gosens nochmal raus für Lukas Klostermann. Das ist Kimmich. Kimmich, wieder eine gute Idee. Diesmal ist aber ein Verteidiger dazwischen. Deutschland bleibt im Ballbesitz. Robin Gosens. Gosens, der Ball quer. Und dann ist der Ball im Aus gewesen. KDB klärt zur Ecke. Die erste in dieser Partie. Toni Kroos natürlich der ausführende Mann. Mats Hummels kriegt nicht genug Druck hinter dem Ball. Zweiter Ball immer noch bei Deutschland. Mats Hummels. Jetzt darf man ihn nicht verlieren. Aber genau das passiert. Eden Hazard. Und das ist die Kontergelegenheit. Aber Mats Hummels holt das Ding zurück. Und jetzt wird das Spiel erstmal wieder von der deutschen Mannschaft beruhigt. Halstenberg hat ein bisschen Platz. Halstenberg, Joshua Kimmich. Nächster Abschluss vom eigentlichen Sechser, der heute im rechten Mittelfeld spielt und das überragend macht. Halstenberg mit einem schönen Vorstoß, gut zurückgelegt. Kimmich dann nur mit links dran. Romelu Lukaku und der erste Abschluss vom belgischen Kapitän. Neuer ist wieder da, aber das muss man verhindern, dass Lukaku da zum Abschluss kommt. Aus der Position macht der Belgier da auch gern mal ganz kurzen Prozess. Nur noch 4 Minuten im ersten Durchgang. Deutschland die klar bessere Mannschaft, aber Belgien halt auch noch nicht wirklich chancenlos. Deshalb muss man schon aufpassen, dass die nicht hier noch irgendwie zurück in die Partie finden. Das ist erstmal wieder Gnabry natürlich auf Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mit der Flanke für Timo Werner. Alderweireld ohne Probleme. Ja, da fehlt halt natürlich so ein richtig großer Stürmer, der die Flanken auch da mal runterholen kann und so richtig gefährlich zum Kopfball kommen kann. Das hat Deutschland nicht, aber Deutschland hat dennoch hier eine sehr überzeugende erste Halbzeit gezeigt, die jetzt noch hier 1 Minute extra raufbekommt. Klostermann macht seinen Job hinten gut, genauso wie Halstenberg auf der anderen Seite. Ansonsten wirkt das alles sehr souverän, was die deutsche Mannschaft hier macht. Die Führung durch Goretzka in der 8. Minute hält bis zur Pause. Und das soll natürlich nach 90 Minuten genauso aussehen. Serge Gnabry. Und die erste Aktion im Durchgang 2 gehört der deutschen Mannschaft. Alderweireld klärt in allerhöchster Not noch vor Timo Werner. Das wäre sonst richtig, richtig gefährlich geworden. Toni Kroos kriegt den Ball. Toni Kroos. Oh, guter Ball. Gosens. Und dann Gnabry nochmal ganz unten für Halstenberg. Zurückgelegt für Robin Gosens. Der probiert es. Und dann ist es abseits von Timo Werner. Oh, Kevin De Bruyne holt den Ball gegen Toni Kroos. Eden Hazard. Mats Hummels wieder zur Stelle. Oh, aber macht da ein paar Faxen. Mats Hummels, Riesenfehler, Riesenbock. Aber Klostermann kommt von hinten angerauscht. Oder eher gesagt von vorne. Und holt das Ding dann noch. Das war wichtig, dass da dann auch bei einem individuellen Fehler die Mannschaft zusammensteht und den Ball sofort zurückholt. Belgien kommt, Dries Mertens. Dries Mertens für Romelu Lukaku.
KDB hat den Ball, da muss man immer aufpassen. Thorgan Hazard, wenig zu sehen vom Dortmunder. KDB lässt sich etwas zurückfallen. Versucht natürlich auch eine Lücke zu reißen. Deutschland steht aber gut. Und Goretzka holt den Ball gegen Carrasco. Das war zu leichtfertig, aber dann ein Missverständnis mit Timo Werner. KDB ist auch da. Romelu Lukaku hat ihn wieder. Der Ball landet nochmal bei den Belgiern. Eden Hazard für Vanaken. Und dann ist es Carrasco, Hummels dazwischen. Und jetzt die Chance für den Konter. Wieder der Ballverlust. Romelu Lukaku, Rüdiger davor. Jetzt muss Deutschland das Spiel beruhigen und sollte weniger Fehler machen, weil irgendwann werden die Belgier nicht mehr so zimperlich mit ihren Chancen umgehen und dann auch ein Tor mal selbst erzielen. Ja, die Belgier werfen jetzt alles nach vorne. Innenverteidiger Alderweireld spielt jetzt mehr wie ein Zehner. Das ist Hazard, das ist der Abschluss von Vanaken. Neuer ärgert sich über die Vordermannschaft zu Recht, weil zu viel jetzt zugelassen wird in Durchgang 2. Durchgang 1 lief da deutlich besser. Stark den Ball festgemacht von Lukaku. Super abgelegt von Eden Hazard auf Vanaken. Der verzieht zum Glück für die Deutschen dann aber leicht. Jogi Löw reagiert sogleich und bringt mit Emre Can für den Torschützen Leon Goretzka nochmal einen defensiveren Spieler. Leon Goretzka Tor gemacht, ansonsten auch eine ordentliche Partie. Jetzt kommt mit Emre Can natürlich nochmal ein Brecher, der dem Gegner ja gar nichts schenken wird. Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Wechsel. Gosens und Heizenberg ist dabei. Jetzt fehlt halt hinten Alderweireld in den meisten Fällen. Und Halstenberg hat Platz. Halstenberg! Genau in die Arme von Courtois. Der macht das Spiel schnell. Langer Ball. Lukaku, kann er den wieder festmachen? Macht er überragend. Emre Can kommt nicht hin. Eden Hazard ist durch. Eden Hazard, neuer Star. Rüdiger, weg damit. Riesentat. Und die erste Ecke für Belgien wird es zur Folge haben. Sehr, sehr stark. Wieder Lukaku, das macht er so gut, wie er die Bälle da festmacht. Und dann ist es super gespielt. Ja, und dann Neuer mit einer Pranke da. Rüdiger klärt zur Ecke. Könnte der noch gefährlich werden, natürlich. Also die Ecke getreten von Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne haut das Ding rein. Hinten wartet auch einer. Und dann der zweite Ball, Dries Mertens. Neuer ist da und jetzt könnte man das Spiel schnell machen. Das ist Klostermann. Wo läuft Serge Gnabry? Wird ganz außen geschickt. Alderweireld ist da, aber Gnabry ist schlauer. Serge Gnabry ist schlauer in dieser Situation. Gnabry! Und der Ball rüber zu Werner ist dann gar nichts. Boyata jetzt vorne. Holt den nächsten Ball. Boyata, Toni Kroos schmeißt sich davor. Nächster langer Ball. Irgendwie hinter die Kette kommen. Das ist das Ziel der Belgier. Schaffen sie meistens auch. Aber irgendwie kommen wir dann doch noch ran. Kimmich. Und jetzt versuchen wir natürlich hier möglichst schnell nochmal ein Tor zu erzielen. Joshua Kimmich. Kein Foul, sagt der Schiri. Deutschland bleibt aber im Ballbesitz. Gnabry. Wieder Kimmich. Kimmich, der sucht wieder seinen Kollegen. Serge Gnabry. Courtois ist da. Deutschland spielt gut. Belgien bringt Witze für Hazard. Natürlich einer, der vielleicht auch nach einem Standard nochmal was rausreißen kann. Die Ecke war aber jetzt mal gar nichts von Toni. Auch Thielemans mittlerweile in der Partie bei Belgien für Vanaken. Und Serge Gnabry geht jetzt noch runter. Leroy Sané kommt für die letzten 8 Minuten bei Deutschland rein. Letzte Einwechslung von Leroy Sané brachte der DFB 11 2 Tore. Ja, das würde man heute auf jeden Fall auch so nehmen. Sané jetzt also in der Partie. Und da ist Leroy Sané auch gleich mal am Ball. Im Duell gegen den ebenfalls eingewechselten Thielemans. Ja, jetzt rücken die deutschen Spieler nicht mehr so wirklich nach. Toni Kroos ist nochmal da, Gosens auch und Halstenberg nimmt nochmal ja, hier den Weg nach vorne auf. Aber es fehlt an Anspielstation. Das ist ein Foul von Axel Witzel. Klares Ding, Belgien muss jetzt halt irgendwie den Ball gewinnen. Zweite gelbe Karte in dieser Partie, erste für Belgien. Das geht völlig in Ordnung in dieser Situation. Freistoß gibt es obendrauf für die deutsche Mannschaft. Toni Kroos wird den Ball reinschlagen, aber schlägt ihn direkt ins Aus. Letzter Wechsel bei Deutschland. Süle kommt rein für die letzten paar Minuten für Robin Gosens, der so überragend wieder gespielt hat. Auf der linken Seite heute noch ein Tick offensiver als sonst schon. Und Süle soll jetzt halt wirklich da einfach nur die Dinger hinten rausköpfen. Und dann, ja, hier bis zum Schlusspfiff alles geben. Langes Ding nochmal Richtung Boyatas, der natürlich auch so einen Ball immer wieder festmachen kann. Thielemans wieder in Richtung Boyata. Wieder rausgeköpft von Niklas Süle. Genau dafür ist er reingekommen. Wieder Thielemans. Kroos stellt ihn. 3 Minuten gibt es noch. 3 Minuten für Belgien.
Oder vielleicht für Deutschland, um jetzt hier alles klar zu machen. Leroy Sané ist das. Leroy Sané wird gefoult, aber Werner macht weiter. Jetzt gibt es doch den Freistoß. Carrasco, das sollte eigentlich auch den Gelbkarton geben. Nein, es wird das Foul von Thielemans an Werner gepfiffen. Sonst wäre das auf jeden Fall gelb für Carrasco gewesen. Die Freistoßchance für die DFB-Elf. Nochmal was draus machen. Vielleicht Toni Kroos macht es ruhig. Und dann für Emre Can. Der wird jetzt hier natürlich ganz weit nach außen gehen wollen. Emre Can macht das auch. Emre Can sucht nochmal die Chance in der Mitte. Timo Werner steigt hoch zum Kopfball. Courtois hat das Ding, aber der Schiri sollte jetzt jeden Moment Schluss machen. Tut es auch. Die DFB-Elf steht als absolute Überraschung im EM-Finale. Belgien, der ja eigentlich eine der Top-Favoriten, ist raus. Muss sich dieser DFB-Elf, dieser kämpferischen Mannschaft heute durch das Tor von Goretzka geschlagen geben. Was für eine knappe und spannende zweite Halbzeit. Also zweite Halbzeit war wirklich nicht unser Spiel. Ganz wenig ging da nach vorne. Belgien kam immer wieder gefährlich vor unser Tor. Wir konnten alles soweit parieren, was man parieren musste im Tor mit Manuel Neuer. Und ansonsten war die Abwehr meistens ja auch zur Stelle. Puh, das war wirklich anstrengend. Wir stehen im Finale. Und jetzt müssen wir nur noch gegen entweder Portugal oder Österreich hier im Wembley Stadium das Ding klar machen. Und dann gucken wir rauf, wer es wird. Es wird Österreich im Finale. Oh mein Gott, nicht Portugal, der Titelverteidiger, einfach Österreich, die bis jetzt in echt noch nicht einen EM-Sieg in ihrer Geschichte vor dieser EM hatten und sie stehen jetzt einfach im Finale gegen den deutschen Nachbarn. Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ein letzter Blick dann nochmal hier kurz auf die Torjäger. Da hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Bei uns ist halt Goretzka dazugekommen. Ja, genau. Und Vorlagengeber sollte Joshua Kimmich jetzt noch bei uns neu dazugekommen sein. Genau so sieht es aus. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder im Finale gegen Österreich. Das wird spannend. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis dann, macht es gut und ciao.